Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Sam in der Ferne ein Messer zieht und auf Lisa losgeht. Ich eile ihr sofort zu Hilfe. Sie kann dem ersten Angriff gerade noch ausweichen, doch ehe ich es verhindern kann, holt Sam zum zweiten Mal aus und trifft. Aber auch ich hole jetzt aus und schleudere Sam meinen Stock voll in seine fiese Fresse. Dummerweise zerbricht der Stock wegen seiner maximalen Aufbohrung wie der Charakter eines jungen Rekruten. Aber eine Medaille hat ja bekanntlich zwei Seiten. So ist es nicht mein Schlag, der Sam kampfunfähig macht, sondern mein Doppeldestillierter, der in seine Augen geflossen ist. Schnell will ich mich um Lisa kümmern, die am Boden liegt und immer noch das Messer im Unterleib stecken hat. Aber bevor ich etwas unternehmen kann, sind wir von Polizisten umringt. Wie immer zu spät, ihr Waschlappen, aber lobenswert, dass ihr euch überhaupt blicken lasst. Seid dankbar, dass wir hier sind, Otto. Motzt Olaf mich an, als hätte ich die Situation nicht im Griff. Während Lisa von ein paar Polizisten in das nahegelegene Krankenhaus gebracht wird, stelle ich Olaf zur Rede. Mir ist nämlich nicht ganz klar, was die hier suchen. Hat Vittorio etwa geplant, Sam diesen perversen Irren zu stellen, ohne mich? Also, wie zum Teufel kommt ihr hierher, Olaf? Wir wurden von zwei jungen Herren alarmiert. Hier soll ein verrückter alter Mann mit einem Messer rumlaufen. Ach, den habe ich doch schon aus dem Verkehr gezogen. Aber so alt ist er doch gar nicht. Mann, der hat schon wieder keine Ahnung. Ich lasse Olaf, der dem heulenden Serienmörder Sam Handschellen anlegt, stehen und marschiere zum Krankenhaus, um mich nach Lisa zu erkundigen. Leicht aus der Puste stürme ich die Notaufnahme. Ach Gott, das wird wieder keine ruhige Nacht. Können Sie sich hier hinlegen? Was haben wir denn? Herzinfarkt? Panikattacke? Auf jeden Fall lege ich Ihnen mal die Sauerstoffmaske an oder müssen wir schon die Notbeatmung einleiten? Plappert mich eine unattraktive Krankenschwester an und drückt mir eine Maske ins Gesicht. Nachdem ich kurz durchgeschnaubt habe, kläre ich die Krankenschwester und den mittlerweile eingetroffenen Arzt über meine exzellente Gesundheit auf und verlange umgehend, meinen im Einsatz verwundeten Kameraden zu sehen. Doch mein Befehl trifft auf taube Ohren. Der quirlige Arzt besteht darauf, mich weiter zu behandeln. Ja, verdammt, kapiert doch endlich, ich bin Besucher und vollkommen gesund. Endlich verstehen Sie und ich kann mich bis zum OP durchschlagen. Meldung des Oberarztes, Kamerad gerade noch gerettet, lediglich Teil des Darms verloren. Gibt eben keine Schlacht ohne Verluste. Mit der Gewissheit, dass mein lieber Freund Vittorio in guten Händen ist, kehre ich in meinen Stützpunkt zurück. Zumindest macht sein Arzt, den ich in einer Kneipe einmal als trinkfesten Kameraden kennengelernt habe und bei dem offenbar auch gerade wieder die Lichter brennen, einen kompetenteren Eindruck als der flatterige Doc in der Notaufnahme. Ein kleiner Schlummertrunk hilft mir über die Enttäuschung darüber, für die Operation Irrer im Park nicht angefordert worden zu sein und das Entsetzen über Vittorios Verwundung hinweg. Noch ein bekömmliches kleines Fläschchen Portwein. Ah, natürlich nur wegen dem feinen Geschmack. Und ich schlafe wie nach einem 25 Kilometer Marsch mit voller Ausrüstung. Gegen 1000 Uhr springe ich wie neugeboren aus den Laken. Um meinen tapferen Vittorio etwas aufzuheitern, will ich ihm ein kleines Präsent machen. Da ich als sein enger Freund von seiner heimlichen Leidenschaft der Kunst weiß, fahre ich mit einem Taxi in die renommierte Kunsthandlung Artefax. Da mein Sachverstand auf diesem Gebiet nicht sehr ausgeprägt ist, lasse ich mich beraten. Ich suche mir von den bereitstehenden Weicheiern den Typ aus, der optisch noch am ehesten den Grundwehrdienst abgeleistet hat. Jedoch muss ich schnell feststellen, dass es ein Fehlgriff war. Näselnde Stimme, das markante Gesicht nur dank Schminke und eine Arroganz, wie man sie sonst nur bei unerfahrenen Feldwebeln findet. Aber was soll ich tun? Schließlich will ich meinem guten Vittorio die Freude machen. Sonst hätte ich mich sicher nicht mit dieser Tunte abgegeben. Mit so
einem Weichei kann ich gar nichts anfangen. Um mich nicht unnötig aufzuregen, entscheide ich mich schnell für die Verführerin, eine Darstellung einer bombastischen Frau mit langen blonden Haaren. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass es sich um ein Porträt von Lisa handelt. Aber das ist doch zu weit hergeholt. Jetzt wird der Querkopf mir sogar ganz sympathisch, als er den Champagner ausschenkt. Nachdem ich die Flasche geleert und darauf hingewiesen habe, dass es in meinem Getränkepalast eine Auswahl der besten Schaumweine aller Länder gibt, mache ich mich vom Acker. Mein Vittorio wird sicher schon wieder auf den Beinen sein. Ich muss mich beeilen, wenn ich noch vor Matthias bei meinem genesenden Freund sein will. Ich muss wissen, warum das gestern alles so gekommen ist, sonst stehe ich nachher wie ein Idiot da. Vittorio, ich hab dir eine ganz heiße Biene für deine Genesung mitgebracht, hauche ich rücksichts- und sorgenvoll, als ich mit der Verführerin das Krankenzimmer betrete. Aber der Galerist war so eine Schwuchtel, abartig, mit sowas kann man sich nicht abgeben, hauche ich etwas lauter. Ach Gottchen, Otti, Schatzi, nicht so laut, die Leute hier sind krank. Mir stell dir vor, mussten sie ein Stück Darm entfernen, ist aber bei weitem nicht so schlimm wie die ganzen Knochenbrüche bei der letzten Aktion und mein Mikra hat es sogar unbeschadet überstanden. Ich wäre froh, wenn ich das auch von meinem guten Benz behaupten könnte, aber damit will ich Vittorio jetzt nicht belasten. Dann ist ja alles bestens. Ich will dich nicht zu lange in Anspruch nehmen, aber ich habe da zwei wichtige Fragen an dich. Ja gut, aber schnell, wir haben nicht viel Zeit. Gleich ist Visite und ich habe einen ganz schnuckeligen Arzt und du verschwindest, wenn er auftaucht, verstanden? Ja klar, dann also das Wichtige zuerst. Kann ich meinen Flachmann wieder haben? Ach, habe ich das Ding immer noch? Momentchen, Otti, gib mir mal meine Tasche. Da, hat sich ganz unten versteckt. Hier bitte, Schatzi. Hoffentlich hast du deinen Begleiter nicht allzu sehr vermisst. Quatsch, ist aber schön, meinen Gral wieder zu haben. Hängen viele Erinnerungen dran. Jetzt zu dem anderen. Was hatte es mit der Aktion gestern im Park auf sich? Und warum, verdammt, hattest du mich nicht angefordert, um Sam zu stellen? Ach so, das ist dumm gelaufen, Otti. Ich wollte noch ein bisschen Spaß haben, bevor ich mit dir zu Matthias gehe. Ich wollte in den Pink Pub und Sam hat mich noch vor der Tür angesprochen. Wir waren uns sofort einig, haben im Pink Pub ein paar Cocktails gekippt und Sam wollte mit mir zum Märchenbrunnen. Und bei so einem Kerl sagt man doch nicht nein. Ich hatte doch keine Ahnung, dass Sam gerne Mädels abschlachtet. Den Rest kennst du schon, ist halt scheiße gelaufen. Hatte aber auch was Gutes, sonst hätte ich vielleicht den süßen Assistenzarzt nicht getroffen. Glück im Unglück eben. Da kommt der, los, verschwinde, Otti. Die nächsten paar Tage sind eher langweilig. Vittorio hat mir verboten, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Er braucht seine Ruhe. Ich müsse mir aber keinen Kopf machen. Sein Arzt soll sich bestens um ihn kümmern. Aber jetzt ist zum Glück alles wieder beim Alten. Mein Freund wurde gestern Mittag entlassen und strahlt nur so vor Lebensfreude, als ich an diesem herrlichen Dienstag ins Château de Chevaux komme. Gerade als Vittorio mir den neuesten Militärlook verpassen will, wird er von einem hohen amtlichen Würdenträger unterbrochen. Der regierende Bürgermeister beehrt uns mit seiner Anwesenheit und überreicht Vittorio einen riesigen Präsentkorb. Ich wollte dich gerade im Krankenhaus besuchen. Ich wusste nicht, dass du schon wieder fit bist, Vittorio. Och, Hallöchen, Klausi. Lange nicht gesehen. Aber du bist doch nicht nur deswegen hier, das sehe ich dir an. Was hast du für Flausen im Kopf, Hasi? Dir entgeht nichts, Vittorio. Ich bin ganz offiziell hier. Ich will dir unbedingt persönlich danken und dich im Namen der Stadt Berlin für deinen edlen und heldenhaften Einsatz mit dem Verdienstorden und der Ehrenbürgerschaft auszeichnen. Dank dir stellt dieser irre Mörder keine Gefahr mehr für das Leben in unserer schönen Stadt dar. Ich wollte dir das einfach selbst sagen und würde mich auch persönlich freuen, wenn du die Ehre annehmest. Wenn du mich so nötigst, tue ich dir den Gefallen, Klausi. Gut, dann habe ich Glück. Die Einladungen sind nämlich heute früh schon raus. Das hat mein Kamerad auch verdient. Ein Mann ohne Orden und Ehrung ist doch nichts Wahres. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Kaum hat sich der regierende Bürgermeister verabschiedet und all meine Haarstoppeln haben schon wieder die gleiche Länge. Ich will Vittorio zu dem längst überfälligen Siegestrunk einladen, als Matthias aufgeregt hereinplatzt.